Leitlinien für die Erstellung eines Wägesystems. Parallelschaltung mehrerer Wägezellen. Für die Parallelschaltung mehrerer Wägezellen einen dichten Anschlusskasten mit geeignetem Klemmenbrett oder einen mehrkanaligen Wägetransmitter im Kasten verwenden. Für den Kabel-Ein- und Ausgang am Anschlusskasten oder am mehrkanaligen Wägetransmitter müssen Kabelverschraubungen eingebaut werden. Die für die Instrumentenverbindung verwendeten Verlängerungskabel müssen geschirmt sein. Es wird die Verwendung eines 6-Leiter-Kabels mit Reference-Sense-Funktion empfohlen, das in der Lage ist, den durch die Entfernung zwischen den Geräten verursachten Spannungsabfall auszugleichen. Im Kabelkanal sollten möglichst keine anderen Kabel enthalten sein und es sollte so weit wie möglich von den Leistungskabeln entfernt verlegt werden. Bei Verwendung der Anschlusskabel mit 4 Leitern einen Mindestquerschnitt von 1 Quadratmillimeter verwenden und die Länge von 300 Metern möglichst nicht überschreiten.